Hi Leute, heute gucken wir den Golf 3 hier an. Der startet nicht und der Besitzer hat schon einiges gewechselt. Der hat hier einmal die Zündspule gewechselt, die ist neu, dieses Kabel hier, was zum Verteiler geht, hat er gewechselt. Die Zündkerzen wurden gewechselt und hier der Verteilerfinger, so sieht der aus innen drin. So sieht es hier drin aus. Der wurde auch schon gewechselt und sauber gemacht. Aber das war nicht unser Fehler. Und ich habe jetzt mal den Federsprecher ausgelesen. Und das blende ich euch jetzt kurz ein. Und was rausgekommen ist auf jeden Fall, ist, dass das Motorsteuergerät selber kein Signal bekommt. Und bei dem Motor ist es so, wir haben hier einmal als Drehzahl Signalgeber, nur diesen Heilgeber hier. Der sitzt genau hier. Und ansonsten haben wir kein Teil, was das Signal weitergibt ans Motorsteuergerät. Für die Einspritzung, das ist ja sieht aus wie ein Vergaser, aber das ist ein MPI, also Einspritzung von den Ventilen auf jeden Fall. Hier die Einspritzdüsen. Und bei dem Modell ist es auf jeden Fall so, dass der sein Drehzahlsignal vom Motor nur von diesem Sensor hier bekommt. Das heißt, wenn der Sensor nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Bei modernen Autos, also was auch bei diesem Modell, was ein bisschen neuer ist, die 99er Modelle, die haben vorne noch einen OT-Geber, heißt es. Der hockt hier unten am Getriebe und da weiß er halt dann die Drehzahl und würde dann eigentlich auch weiterlaufen. Bei dem Modell ist es auf jeden Fall so, dass der nur durch diesen Sensor sein Signal bekommt. Was sind die Auswirkungen? Während der Fahrt geht der Motor einfach aus, wenn der Sensor schon eine Macke hat, oder er startet gar nicht mehr, so wie bei dem Modell jetzt. Hier startet er gar nicht mehr. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie der startet. Also wir gehen hier ins Auto rein, nehmen den Schlüssel, drehen die Zündung und wir sehen, alles leuchtet sehr gut, also die Spannung ist da. Dann versuchen wir zu starten. Der hört sich so an, als ob er starten will, aber startet nicht. Das kann natürlich sein, dass er keinen Sprit bekommt oder keinen Zündfunken bekommt. Deswegen mache ich das immer so. Ich gehe in den Kofferraum. Also hier im Kofferraum mache ich das immer so. Da sitzt die Benzinpumpe ungefähr hier unten drunter, unterm Teppich. Ich mache das immer so, einer geht vor, dreht den Zündschlüssel um, also auf Zündung. Und ich höre hier rein, ob ich hier irgendwas höre. Also ein Summen, so ein 2- bis 3-sekundiges Summen. Wenn ich das höre, dann ist die Benzinpumpe läuft auf jeden Fall dann. Als nächstes, was man machen kann, die Zündkerzen, also Stecker rausziehen und gegen die Masse halten und gucken, ob er zündet, während man startet. Oder was ich auch immer ganz gerne mache, ich gehe hinten an den Auspuff und rieche dran, ob es nach Benzin stinkt. Das heißt, wenn wir ein Zündungsproblem hätten, dann müsste es hinten nach Benzin stinken, weil unverbrannter Kraftstoff würde dann sozusagen hinten rauskommen und dann würden wir sagen, okay, es liegt an der Zündung. Bei diesen Modellen ist es halt so, dass es wirklich oft die Zündung ist, die Probleme macht. Also das heißt, die Zündspule, also der Weg, wie der Kollege das richten wollte, war eigentlich nicht falsch. Bloß hier haben wir einen anderen Fehler und den werden wir jetzt mal beheben. So. Wie gesagt, wir vermuten den Fehler, dass der hier dran liegt. Ich habe auch ja den Federsprecher ausgelesen, der sagt auch, dass der Sensor kaputt ist. Das heißt, das ist der Heilgeber und der sitzt hier in der Verteilerkappe. Ich habe hier einen neuen, also gebrauchten, organisiert. Der ist hier zugeklebt. So sieht das Teil aus. Der hat hier einfach, wenn wir das hier rausmachen, sieht man es vielleicht besser. Das sieht einfach so aus, dass der halt... Das ist einfach ein Sensor und der misst halt in der Mitte die Drehzahl, je nachdem wie schnell sich das Teil hier dreht. Und wie gesagt, ich vermute, dass das Teil kaputt ist und deswegen wechseln wir das jetzt aus. Man kann diesen Sensor auch einzeln kaufen und einbauen, dazu muss man aber dieses Teil hier zerlegen. Das heißt, hier diesen Splint muss man rausziehen, dann kann man die ganze Einheit vorne wegnehmen. Dann haben wir hier zwei Schrauben, hier eine und hier eine. Und dann machen wir die Schrauben raus, dann holt man das Teil raus und dann wechselt man das neue rein, dann schiebt man das hier wieder drauf
mach den Splint wieder rein, so wie es halt war. Und dann ist es eigentlich fertig. Ich habe mich aber dazu entschieden, ein gebrauchtes Originalteil zu holen, das ist von Bosch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach Originalteile, die 20 Jahre alt sind, immer noch besser funktionieren als neue Nachbauteile, die man im Internet kriegt, auf eBay zum Beispiel. Weil die funktionieren, also Sensoren und solche Geschichten hole ich immer original. Und wenn man sparen will, wie gesagt, kann man sich gebrauchte holen. Die funktionieren genauso. Aber empfehlen würde ich euch nicht, Nachbauteile zu holen, wo No Name, einfach keine Marke draufsteht. Das würde ich euch nicht empfehlen, dann lieber gebraucht. Aber 10 Jahre alt, 20 Jahre alt, das macht keinen Unterschied. So, nehmen wir jetzt hierher, klipsen den hier raus. Hier hinten haben wir auch einen Clip. Dann kommt die ganze Kappe schon mal raus. Legen wir auf Seite. Dann den Stecker hier, den drücken wir hier auf die Klammer drauf. Ziehen den Stecker raus. Okay. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil es bei denen muss man die Zündung immer einstellen. Das heißt, so wie der jetzt eingestellt ist, so sollte man den später auch einstellen. Das heißt, wir machen jetzt eine Markierung hier zum Beispiel. Und wenn wir den neuen einbauen, dass wir den genau in die gleiche Position drehen. Weil der wird nachher so eingestellt, dass man den dreht. Und je nachdem, wie man den dreht, verändert sich der Zündwinkel. Und um das einzustellen, das dauert halt eine Weile. Und deswegen wollen wir es am besten erstmal so machen, dass wir nichts einstellen müssen. Deswegen machen wir uns jetzt hier einfach zwei Markierungen. Also hier an dem Teil, was auch bei dem vorhanden ist, also hier genau an der Kerbe, das drehen wir dann so wieder drauf. Dann schauen wir, wenn nicht, dann können wir es immer noch einstellen. Zum Einstellen braucht man einen Laptop mit einem Programm, wo man den Motor in Grundstellung versetzen kann. Der Motor, der heißt AEE-Motor. Der hat zwar eine mechanische Zündung, aber die wird trotzdem nochmal elektronisch nachgeregelt. Das heißt, wir haben hier, wir müssen den Motor in Grundstellung, also Grundstellung versetzen. Wo ist dein Problem? Auf jeden Fall, wir müssen den erst in, das heißt Grundstellung, der läuft halt im Leerlauf ganz normal. Wir tun mit dem Laptop eingeben, Grundstellung, und dann können wir hier am Getriebe, da gibt es hier eine Kappe. Das liegt hier genau über dem Getriebe, hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, hier. Da hat so einen Deckel, den habe ich hier schon aufgemacht. Und hier gehen wir dann mit einer Zündpistole rein und blitzen quasi. Da gehen wir mit einer Zündpistole rein und blitzen. Da ist eine Markierung, die blitzen wir quasi an. Wir schließen die Zündpistole an am ersten Zylinder und an der Batterie. Und wir halten einfach nur drauf. Und während wir das machen, drehen wir den Verteiler so lange, bis die Markierung mit dem Zündlicht übereinstimmt. Ja, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber so funktioniert es auf jeden Fall. Wir versuchen es jetzt erstmal so, dass wir halt nichts einstellen müssen. Und dann hoffen wir, dass es einfach ganz normal läuft. Okay. Also, wir haben die zwei Schrauben jetzt entfernt hier. Die und die. Jetzt tun wir die Zündeinheit so rausdrücken mit dem Schraubenzieher, ohne zu verkanten. Einmal rechts, einmal links. Hier, so sieht das Teil aus. Funktioniert noch. Wir vergleichen es mal. Sieht gleich aus. Eigentlich das gleiche Teil. Die Nummern sind auch gleich. Jetzt nehmen wir einfach mal das neue. Dann steht jetzt so rein. Hier müssen wir mal gucken. Da gibt es zwei Löcher. Und diese zwei Löcher müssen natürlich auch hier wieder reinpassen. Den Dreck können wir ein bisschen rausmachen. Und den O-Ring hier können wir ein bisschen einschmieren, damit es besser reinrutscht. Dass es halt nachher nicht undicht wird. Machen wir hier mit dem Schraubenzieher ein bisschen sauber. Machen wir hier ein bisschen Öl. Schmieren es ein bisschen ein. Ich kann auch hier Öl nehmen. Oh, das sieht aber ordentlich gut aus. Viel Kurzstrecke. Yeah. Hier ein bisschen Öl drauf geben, damit es schön reinflutscht.
Sensoren. So. Kommt da rein. Hier die Markierung fluchtet hier. Und hier passt es auch. Also können wir unsere Schrauben wieder reinmachen. Alle Teile, die ich benutze, verlinke ich mal in der Beschreibung. Das ist halt Imbus, braucht ihr nur eigentlich. Den Öldeckel können wir sauber machen und wieder drauf machen. Boah, das ist aber viel Kurzstrick, ne? Oder deine Kopfdichtung ist kaputt, aber glaube ich nicht. Jetzt gucken wir mal. So. Festziehen. Passt. Noch festziehen. So. Verteile Kappen, also diesen Kunststoffdeckel hier drauf. So. Jetzt die Verteilerkappe wieder drauf. Die geht nur in eine Position rein, weil die hat hier eine Kerbe und die fluchtet nur hier vorne. Also die kann man nicht falsch einbauen, das geht nicht. Stecken wir hier wieder an. Klammern wieder drauf. So. Stecken wir den Stecker wieder an. So. Öldeckel machen wir mal sauber kurz. So, jetzt gehen wir ins Auto, probieren mal zu starten. Und er läuft wieder, Gott sei Dank. Geil. Der Fehler hat den Kollegen ganz schön lange suchen lassen. Sehr, sehr lange sogar. Und er war kurz davor, die Kiste zu verkaufen oder loszuwerden. Aber ich meine, der hat noch lange TÜV, ein Jahr noch. Und deswegen habe ich mir gedacht, es lohnt sich auf jeden Fall, den kurz zu richten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Und dann sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal.